Sie ist verwöhnt, Mr. De Winter. Jedes junge Mädchen
Klientinnen ihrem Alter würde auch nicht dafür geben, einmal Monte zu sehen. Ich denke, das wäre der Sache nicht sehr dienlich. Hat der Butler schon alle Sachen ausgepackt? Ich habe keinen Butler, aber vielleicht macht es Ihnen Spaß, mir zu helfen. Ich? Sie scherzen, Mr. de Winter, nein. Aber vielleicht könntest du Mr. de Winter zur Hand gehen. Koffer auspacken kannst du ja. Ein charmantes Angebot, doch mein Motto heißt, selbst ist der Mann. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. Sehr abrupt, dieser Nachgang. Ich fürchte, mein Kind, du hast mich vertrieben. Verzeihen, ich war so ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Mir schneidet es, Mrs. Van Hoppen. Eine Freundin? Ich bin angestellt bei ihr, als Gesellschafterin. Dafür zahlt sie mir 90 Pfund im Jahr. Ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen kann. Was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Sie sind alle gestorben. Waren Sie schon einmal in den Bergen? Man hat eine fantastische Aussicht von dort. Nein, Mrs. Van Hoppen geht keinen Schritt aus dem Hotel. Na, dann vergessen wir doch das hier. Wir können ja irgendwo einkehren. Ja. Ach, was holt dich was zum Überziehen? Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das sein? Geht das an? Ist er freundlich oder flirtet er? Das ist doch nicht sein Niveau. Vielleicht doch interessant. Hab ich richtig gehört. Er macht heute einen Ausflug in die Nähe. Warum nicht? Allerhand kommt zu glauben. Ist der Mann der Wind? Sie ist noch ein Kind. Ein dummes Ding. Seh ich nicht. Ich glaub nicht, dass er etwas von ihr will. Yeah.
Mr. Winter, was ist mit Ihnen? Der Wind ist kalt. Ich warte im Wagen auf Sie. Verzeihen Sie mir. Eine dunkle Erinnerung. Sie sind sehr unglücklich, Mr. Winter. Nennen Sie mich Max. So nennen mich alle meine Freunde. Yeah.
Mitteilen. Ihre Gesellschafterin wird Sie nicht nach New York begleiten können. Wieso denn das? Wir heiraten. Wie bitte? Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Grüßen Sie New York von uns. Und ich lasse inzwischen dein Gepäck in meine Suite bringen. Oh. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Weiß Gott. Stille Wasser sind tief. Tennisstunden, dass ich nicht lache. Du hast mich hintergangen! Dass Sie das denken, Mrs. Fenhobe, tut mir leid. Du solltest dir selbst leid tun. Was glaubst du, was dich dazu befähigt, Herrin von Mandalay zu werden? Ich liebe ihn. Rebecca de Winter.
ganze Belegschaft? Anweisung von Mrs. Danvers, Sir. Keine Sorge, es dauert nicht lang. Willkommen, Max und Frank. Oh, das ist Frank Crawley, der Verwalter von Vanderlei. Und mein bester Freund. Guten Abend, Mrs. De Winter. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an mich. Freut mich, Mr. Crawley. Frank. Guten Abend. Sie sind neu, nicht wahr? Mrs. Rutherford, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Schön, dass Sie wieder hier sind. Das ist meine Frau, Mrs. De Winter. Schön, Sie alle wiederzusehen. Willkommen zu Hause, Mr. De Winter. Danke, Robert. Das ist unsere Haushälterin, Mrs. Danvers. Ich werde Clarisse bitten, wieder zu Hause zu gehen, solange ihr Mädchen noch nicht da ist. Ich habe kein Mädchen. So? Mrs. De Winter ist müde. Ist Ihr Zimmer hergerichtet? Jawohl, Mr. De Winter, wie von Ihnen gewünscht. Die Gästesuite im Ostflügel wurde renoviert. Die Räume über dem Rosengarten. Jeweils ein Schlaf- und Ankleidezimmer für Sie und die gnädige Frau. Dann führen Sie sie doch hinauf. Ich sehe mich aber mal das. Frank? Madam.
Eine Madame aus Frankreich, also. Oh la la. Sie kommt aus Yorkshire, Giles. Aber immerhin hat er sie in Frankreich kennengelernt. Womöglich eine mondäne Schönheit. Woher willst du das denn wissen, Giles? Ich hoffe nur, die unter dem kalinischen Siegel. Hallo. Da sind Sie ja. Ich meine natürlich, du bist. Entschuldige, dass wir hier so einfach eindringen. Ich bin Maxims Schwester Beatrice und das ist Giles, mein Mann. Herzlich willkommen auf Mandalay. Nenn mich einfach Bean. Haben Sie etwa mitgekriegt, was ich erzähle? Das wird doch die Förmlichkeit. Wir sind doch jetzt verwandt. Wenn zwei sich finden, suchen sie nur Zweisamkeit und Harmonie. Sie trauen sich, darum lassen sie sich trauen. Es gibt nichts, was sie trennen kann. Doch kaum hast du Ja gesagt, umschwingen wir dich nur artisch und ungefragt, Camille. Denn dann der ganze Clan von deinem Mann.
Bist du glücklich? Kannst du mich immer noch ertragen? Ich bin schwindrig, es liegt sich nicht sehr leicht mit mir. Das ist Unsinn, schau, was dir meine Augen sagen. Ich lieb dich, Maxim, ich möchte niemals fort von dir. Langeweile? Überhaupt nicht. Wahrscheinlich fehlt dir vieles mir. Ich habe doch alles, was ich brauche. Was sollte mir denn fehlen? Ausflüge? Strandpartys? Nein. Freundinnen, Tanzfeste, Einladungen? Alles, was man in deinem Alter halt so macht. Beatrice hat mir erzählt, dass es auf Mandalay jedes Jahr einen Kostümball gab. Lass uns die Tradition fortsetzen. Ein Maskenball, das wäre nicht lustig. Ach, ich weiß nicht. Aber es würde dir gut tun. Bitte, Maxim, sag ja. Du musst dich auch um gar nichts kümmern. Und ich hätte endlich eine Aufgabe. Na gut. Wenn du es gar so gern willst, du bekommst deine Kostümball. Und danke, Maxim, du bist ein Schatz. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Was gibt es, Mrs. Danvers? Es geht um den Amor. Die Porzellanfigur auf dem Sekretär im Morgenzimmer. Ich fürchte, er wurde gestohlen. Jedenfalls ist er verschwunden. Ich habe Robert ins Verhör genommen, aber er schwindet. Er hätte nichts damit zu tun. Und? Warum behelligen Sie mich damit? Der Amor war die Lieblingsfigur von Mrs. de Winter. Meister Porzellan, das wertvollste Stück im Morgenzimmer, Sir. Wie schrecklich. So schlimm ist das auch wieder nicht. Im Übrigen ist das dein Ressort, Liebes. Maxim, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Ich bin schuld. Ich habe den Amor zerbrochen. Du? Warum zum Teufel sagst du das erst jetzt? Ich wollte mir die Figur ansehen. Und da ist sie mir aus der Hand gerutscht. Sie hören es, Mrs. Danvers. Mrs. de Winter hat die Figur zerbrochen und vergessen, es zu erwähnen. Es tut mir sehr leid. Was haben Sie mit den Scherben gemacht, wenn ich fragen darf? Sie sind im Sekretär. Ganz hinten in der rechten Schublade. Wahrscheinlich hat meine Frau befürchtet, sie würden sie verhaften und einsperren, Mrs. Danvers. Ich werde mich bei Robert entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Madden war, die den Armer zerbrochen hat. Gut. Jetzt wissen Sie es. Ich hoffe, man kann die Figur wiederherstellen. Die Angelegenheit ist höchst bedauerlich. Im Morgenzimmer ist bisher noch nie etwas zu Bruch gegangen, Sir. Es reicht, Mrs. Danvers, Sie können gehen. Bist du böse? Es tut mir leid, es war ein Fehler. Erst die Scherben und dann, dass ich mich drüber sprach. Ach, vergiss es. Was interessiert mich dieser Nippes? Vergib mir, Maxim. Du reagierst oft wie ein Kind. Ja, das weiß ich. Ich hoffe nur, dass ich dir nicht schade. Mir schaden? Wie? Na ja, die Leute tratschen mir. Was zum Teufel weißt du? Komm, Rüstel und Tratsch! Gar nichts, ich meine es. Warum hast du auf Rederei? Mit wem hast du gesprochen? Mit keinem. Wie weißt du dann von dem Geschwätz? Was macht dich so zornig? Gibt's etwas, das ich nicht weiß? Du musst, weiß Gott, nicht alles wissen. Bitte, bitte sei mir nicht böse. Ich lieb dich, ich will dich doch nur besser verstehen. Bist du glücklich? Frag mich nicht. Bist du glücklich? Ach, glücklich, glücklich. Ich weiß nicht, was das ist.
großen, fremden Haus. Wie leise Stimmen luschen der Gespenster. Es ist schon spät, doch ich komm nicht zu. Namen und das Haus.
Kostümfest tragen werden. Nein, noch nicht. Hat Mr. De Winter gar den Wunsch geäußert? Oh nein, er überlässt alles mir. Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf, das Lieblingsgemälde Ihres Gatten. Wirklich? Caroline De Winter, eine Schwester von Mr. De Winters Großvater. Das wäre eine Möglichkeit. Ich lasse das Bild auf Ihr Zimmer bringen. Die Schneiderin soll es als Vorlage benutzen. Das ist sehr nett von Ihnen, wirklich. Aber es muss unser Geheimnis bleiben. Schön hier, nicht wahr? Sehen Sie sich ruhig um. Das Zimmer von Mrs. De Winter. Ein herrlicher Raum. Ja. Sehr schön.
aber ein bisschen unheimlich. Mr. Winter hat den Westflügel nicht mehr betreten, seit seine Frau ertrunken ist. Was Rauschen der Brand? Hören Sie das? Das Meer ruft Ihren Namen! Was ist Ihr Bett und wie? Was ist Ihr Nachthemd? Wunderschön sehen Sie nur, leicht wie ein Windhauch, so seidig, ein Speichel des Lichts und jeder Faser atmet noch heute in Luft Ihrer. Come on!
bin nichts gemacht. Bin nichts gesehen. Guten Tag. Ich bin Mrs. Stewart. Mrs.? Kommt nimmer mehr. Ich bin Mrs. Stewart's neue Frau. Und wer sind Sie? Bin nichts getan, bin brav. Ist sehr gut, Ben. Ich schaue mich ein wenig um. Wohnst du in dem Wirtshaus? Nein, Ben darf da nicht rein. Ist ja ganz gemütlich da drin. Sie kann nie mehr zurück, oder? Nein, Ben. Sie ist tot. Ben, nichts gesehen. Bitte, mit ins Heim. Beruhige dich, Ben. Niemand will dich in ein Heim schicken. Oh. Sie kann aber Ben nichts mehr tun. Sie ist fort, sie ist fort jetzt. Kommt nimmer mehr, liegt draußen im Meer. Übers Meer. Jetzt fängt das Lied der Brandung der Stadt.
Da war das Boot festgemacht, mit dem sie umgekommen ist. Erst 3 Monate später wurde ihre Leiche gefunden. 40 Meilen von hier, an der Küste von Edgecombe. Maxim musste sie identifizieren. Bitte, erzählen Sie von mir. War sie wirklich so schön? Ja, sie war die schönste Frau, die mir je begegnet ist. Das sagen alle. Und charmant, intelligent, geistreich war sie auch. Sehen Sie, bin ich ein Nichts in jedem Beziehung. Sie sind nur anders, Mrs. De Winter. Es ist nicht Ihre Aufgabe zu sein wie Sie. Sie sollen Maxim und uns helfen, sie zu vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Meine Meinung ist nicht wichtig, doch ich spreche sie offen aus. Was verkehrt ist und was richtig, stellt sich oft erst später heraus. Und wenn eine Frau nur schön ist, doch im Innern kalt und leer, bleibt Fassade, was zu sehen ist. Was ein Mann wirklich braucht, ist viel mehr Ehrlichkeit und Vertrauen, Freundlichkeit und Herzenswärme und die Kraft, nach vorn zu schauen. Selber verlierst. Ein Mensch, der da ist, wenn du Fragen stellst und der dich auffängt, wenn du fällst, ist viel mehr wert als alle Schönheit dieser Welt. Thank you.
einige meiner Gäste vorstellen. Ich bestehe sogar darauf. Wer ist denn der stattliche Mann da drüben? Oberst Julian, Chef der Bezirksverwaltung. Ist er ledig? Verwitwet. Dann ist ja sein Glückstag heute. Hat einer seine Frau begraben, muss er ein Neue haben. Und keiner könnte besser sein als ich. Und wenn ihr auch Lord Männer wär, mit Schloss und altem Butler, selbst wenn der Kind sein Gönner wär, er findet nichts Besseres als mich. Hallo? Denn sind Sie ein
weiß, die Treppen herunterkommt. Sagte mich, schaute mich.
verspürt und wer hier einbringt, soll verflucht sein und verloren. Wahrscheinlich ist ein Schiff gestrandet.
macht Spaß, Glück von anderen zuzuschauen. Ehefrau und Männer, so wie es heute
bewundert wird, sorgsam renoviert, ist gänzlich das Werk von Rebecca. Doch dann lügt ohne jede Scham ihre Liebhaber ein, hat ihr Mutters die Nächte verbracht. Ich wandte sie, doch ihr Blick war verschwort. Kein Lächeln war je so kalt. Einer ihrer Liebhaber war ein Cousin von ihr allen, ein windiger Bursche namens Jack Favell. Ich kenne Favell. Er war hier, als du in London so tun hattest. Warum zum Teufel hast du mir das nicht erzählt? Ich dachte, es würde dich wieder an Rebecca erinnern. An Rebecca erinnern. Mein Gott, als ob das nötig wäre. Eines Nachts kam sie heim aus London, doch sie blieb mit dem Haus. Und als ich den Bootshaus sah, war ich sicher, dass sie mit Verwerbung hier unten war. Genug ist genug, dachte ich, und ging ins Bootshaus. Doch siehe da, Rebecca war. Langweilig lag sie auf der Couch und der Aschenbecher voller Kippen stand am Boden. Sie war blass, schwach, doch voll Hass. Ich sagte ihr, du musst dein verdammtes Versprechen. Du bist schamlos, du treibst es in meinem Haus, so als ob es ein Bordell wäre. Da stand sie auf, warf den Kopf zurück, sagte lächelnd, was machst du, wenn ich ein Kind bekomme? Man wird denken, es war deins. Auf jeden Fall ist es meins. Und einmal wird Merlin gehören. Deine perfekte Gattin wird die perfekte Mutter sein. Und du spielst den Papa als der perfekte Narr. Und sie stürzte viel, ich weiß nicht, wie es geschah. Sie lag da, ich dachte, ich helfe ihr auf. Geh doch, sie war tot! Dann trug ich sie auf den Boot und brachte sie nach unten. Dann fuhr ich das Boot hinaus und versenkte es, wo man es heute fand. Sie hatten besiegt, sie gewinnen im Tod. Kein Lächeln war nie so kalt, bis sie von mir den Verstand. Es ist ihr Lächeln, das ich von ihr sehe, wohin ich auch bin. Kein Lächeln war nie, kein Lächeln war nie böse so kalt. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Jetzt ist alles aus, Rebecca. Nein, Unsinn! Außer dir und mir weiß niemand auf der Welt, was wirklich geschehen ist. Und niemand wird es je erfahren. Kannst du mir ins Gesicht sehen und sagen, dass du mich liebst? Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Thank you.
gefürchtet, Alfred. Die Presse macht eine Sensation daraus. Mr. Winkler steht auf Seite 1. Jetzt kommt die ganze Sache wieder hoch. Leg doch die Zeitung weg, Robert. Was geschah wirklich in der Bucht von Mandalay? Schmierfilm. Guten Morgen, Fritz. Guten Morgen, Mrs. Stacy. Ich wusste nicht, dass Sie das heute... Das konnten Sie auch nicht. Ich dachte, ich schaue mal kurz vorbei nach allem, was gestern passiert ist. Mr. Winter ist in der Bibliothek. Mit Oberst Julian. Der Oberst kam vor einer halben Stunde. Unangekündigt. Soll ich ihm sagen, dass Sie hier sind, Madame? Nein, aber das störe ich besser nicht. Wie lieb von dir vorbeizukommen, guten Morgen. Ich wollte sehen, wie du mit allem fertig wirst. Du weißt also, was passiert ist. Das Cornwall spricht über nichts anderes. Jetzt wird der ganze Fall wieder aufgeräumt, wenn wir die genauen Umstände des Todes von Rebecca untersuchen. Es war ein Unfall. Ja, gewiss. Aber warum ist Oberst Julian dann hier? Doch bestimmt in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident des Bezirks. Er muss Maxim befragen, eine Forensache. Ich fürchte, nein. Es wird eine öffentliche Voruntersuchung geben. Neue Ermittlungen und die Entscheidung, ob es zu einer Anklage kommt. Der arme Maxim, er hat eine falsche Frau identifiziert damals. Da nicht auszudenken, wohin ein neues Verfahren führen kann. Es wird nirgends hinführen, wie immer die Untersuchung ausgeht. Maxim hat nichts zu befürchten. Ich bin wirklich froh, dass er dich hat. An ihn, wenn er zweifelt an sich. Du fühlst die Angst, die er nie eingesteht. Gibt er die Hoffnung auf, reicht dein Mut für zwei. Du zeigst ihm einen Weg, auf dem es weitergeht.
allem Respekt, Madam, Sie hätten mir mitteilen müssen, dass Sie die Zimmer umzuräumen wünschen. Das finde ich nicht, Mrs. Danvers. Aber ich habe Ihnen anderes zu sagen. Zum Beispiel, ich mag keine Orchidee. Ich möchte stattdessen Azaleen. Ich will die Töpfe hier morgen nicht mehr sehen. Das sind die Orchideen von Mrs. The Winter. Es riecht muffig hier, drum machen Sie hier ab und zu die Fenster aus. Mrs. The Winter will das nicht. Oh, sie will, sie nennt sich Mrs. The Winter, bin ich. Ich schreib nicht auf Briefpapier, das keiner fremden toten Frau gehört. Auf den Müll damit, es ist nichts mehr wert. So wie das Buch mit ihren Nummern und Adressen. Es liegt immer hier, stets griffbereit. Seefest. Niemand konnte ahnen, dass das Boot kentern würde.
Das Boot ist nicht gekentert. Der Bericht des Hafenmeisters ist da ganz eindeutig. Im Bootshund waren Löcher offensichtlich von innen gebohrt und die Schotten waren geöffnet. Das Boot wurde vorsätzlich geflutet und versenkt. Der Bootshund war gebohrt, man hat das Boot versenkt. Ein Bund bei Scheiden aus, was immer man noch hin will, kriegt ein Bund mit Seemann Bord. Dann kam es weg oder was? Mr. De Winter, wussten Sie von den Löchern im Rumpf des Bootes? Wie hätte ich davon wissen können? Zu hören, dass das Boot vorsätzlich versenkt wurde, überrascht Sie also? Selbstverständlich überrascht mich das, was... Was soll die Frage? Nun, wenn es nicht Rebecca de Winter selbst war, dann muss jemand mit ihr auf dem Boot gewesen sein. Was sagen Sie mir das? Mr. de Winter, gab es Probleme in der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer verstorbenen Ehefrau? Das ist eine Unverschämtheit. Meine Ehe war mit der Linie schlägt Steckt ihn
etwas mehr Mitgefühl, Max. Rebecca war doch meine Lieblingscousine. Und was ich heute erfahren habe, ist nicht leicht zu verdauen. Ihr Boot vorsätzlich versenkt, Löcher im Boot trumpfen. Wer macht denn sowas? Kommen Sie zur Sache. Nun, ich besitze den klaren Beweis dafür, dass es kein Selbstmord war. Wenn Sie im Besitz eines Beweisstücks sind, müssen Sie es den Behörden aushändigen. Ja, das muss ich. Aber das bedeutet für einen gewissen Max in the Winter Gefängnis, Schwurgericht, Galgen und seine junge Frau würde ich damit zur Witwe machen. Und das bringe ich nicht übers Herz. Mir schwebt eine Art Vereinbarung vor. Eine Hand wäscht die andere Hand. Ich komme Ihnen entgegen und Sie mir. Sie verstehen schon? Allerdings, ich verstehe sehr gut. Zum Glück hat mich Oberst Julian begleitet. Oberst, bitte kommen Sie. Guten Abend. Oh, ich fürchte, da braut sich was zusammen. Ich hoffe, Sie fühlen sich besser, Mrs. Ja, danke, Oberst. Jack Favell, der Cousin meiner verstorbenen Frau. Er hat Ihnen etwas mitzuteilen. Favell, Sie sind dran. Diese Zeile hat Rebecca de Winter an mich gerichtet, wenige Stunden bevor sie angeblich auf ihr Boot ging, um sich umzubringen. Leider war ich nicht zu Hause. Ich bin soeben aus London zurückgekommen und gehe jetzt ins Bootshaus hinunter, wo ich auf dich warte. Egal wie spät es wird, komm unbedingt. Ich habe dir etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Rebecca. Ich frage Sie, Oberst, schreibt so eine Frau, die den Entschluss gefasst hat, Selbstmord zu begehen? Haben Sie eine Ahnung, was für eine wichtige Mitteilung Rebecca de Winter Ihnen machen wollte? Ich weiß nur, dass Rebecca nie und nimmer Selbstmord begangen hat. Sie hatte gar keinen Grund. Es ging ihr blendend. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber für Mord gibt es ein Motiv. Ein starkes Motiv. Die Eifersucht eines eitlen Ehemannes. Wenn Sie wissen wollen, wer der Mörder ist, bitte sehr, hier steht er mit seiner gottverdammten Arroganz im Gesicht. Ach, Herr hat mich immer gehasst. Sie erheben da eine schwerwiegende Anschuldigung. Haben Sie irgendeinen Beweis? Warten Sie. Er war doch heute Nachmittag bei der Verhandlung im Gericht. Warum hat er den Brief nicht dem Untersuchungsrichter vorgelegt? Er wollte Geld. Er wollte uns den Brief verkaufen. Einfach eine saubere Erpressung. Erpressung ist nie sauber. Und selten einfach. Bitte sehr, hier haben Sie, was Sie brauchen. Ben treibt sich Tag und Nacht beim Bootshaus herum. Du warst unten in der Mordnacht. Was hast du gesehen? Raus mit der Straße! Sie machen ihm Angst. Ich bin nichts getan, Ben Brandt. Sie erinnern sich doch an die verstorbene Mrs. De Winter. Bitte mit den zwei! Mach's mal! Ben, haben Sie etwas Ungewöhnliches beobachtet? Nichts gehört, wenn nichts gesehen. Sie wünschen, Mr. De Winter.
Oberst Julia möchte Sie zum Tod meiner verstorbenen Frau befragen. Sie waren ja heute bei der Tod. Dann wissen Sie ja, wie Rebecca mit ums Leben kam. Wenn sie sich nicht selbst getötet hat, wurde sie ermordet. Sich selbst getötet? Ausgeschlossen. Mrs. De Winter liebte das Leben. Das Einzige, was sie fürchtete, war krank zu werden. Sie sagte immer zu mir, wenn ich sterben muss, dann muss es rasch gehen. Bloß kein elendes Dahinsicht. In welcher Beziehung stand Mr. Favell zu der Verstorbenen, Mrs. De Winter? Er ist ihr Cousin. Komm, Danny, stell dich fürs Blöd. Du weißt genau, worauf er hinaus will. Ich habe dem Oberst schon gesagt, dass Rebecca und ich uns liebten. Liebe war Spaß für sie. Über so etwas war sie erhaben. Sie verachtete die Männer. Am Tag ihres Todes war Rebecca de Winter in London. Friseur um 12, 1 Uhr Lunch im Club. Baker 2.30 Uhr. Wer ist Baker? Diesen Mann hat sie nie erwähnt. Die Telefonnummer steht dabei. Vater wäre. Der eifersüchtige Gatte muss das rausbekommen haben und keiner wusste besser, dass sie von ihm nicht schwanger sein konnte. Ich werde morgen nach London fahren und diesen Dr. Baker aufsuchen. Tun Sie, was ich für richtig habe. Ich komme mit. Ich freue mich schon auf die Schlagzeile der Presse. Von Monte nach Mandalay, der Leidensweg einer Mörderfrau. Ach du Gott, verdammt! Sag's mir! Geben Sie mir Ihre Antwort, dass Sie meine Registerklärung dieser Angelegenheit nicht verlassen. Warum du Teufel soll ich Mandalay fließen? Ich werde Sie ebenfalls nach London begleiten, Oberst. Was hat dieser Dr. Baker gesagt? Komm, hat sie durchschaut. Sie hat jeden getäuscht. Sie war ein Arzt. Sie gab den falschen Namen an. Alle führte sie hinters Licht. Von Schwangerschaft keine Spur. Oh nein, sie war krank. Sie war krank auf den Tod. Was fehlt ihr? Sie hatte Krebs. Zur Operation war es zu spät, ne? Der Arzt gab ihr nur noch 6 Wochen. Das erklärt den Selbstmord. Ja. Sie wollte sterben. Und mein Leben zerstören. Mit dem Meer, ich höre dich klagen.
Yeah.
Thank you.